wanton. No, 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 no. To me, the purpose of life is to love. Wait, 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 wait. Hey, so I don't know if it was a race thing or a lady thing, but I'm mad as hell. Wait, 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 wait. Schaffst du. Danke. Danke, Bruder. Mach's fertig. Mach ich. Hallo liebe Piloten, es ist Sonntag, ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Hardy hat mich ringfest gemacht. Ich steige heute in den Boxring, ich kämpfe heute gegen Ghostbusters 2016. Richtig, wir befinden uns noch richtig neck deep im Ghostbusters Rewatch Marathon und sind heute bei dem Film angekommen. Boah, der hat ja Geschichte geschrieben, zumindest Trailer-Geschichte. Der meist gehatete YouTube-Trailer aller Zeiten. Und der Film war auch noch nicht gut. Ich darf noch nicht so wirklich fluchen. Ich glaube, das darf ich nicht in der ersten Minute. Keine Angst, hier wird es richtig. Hier wird noch richtig viel geflucht. Ich weiß es. Ich kenne mich. Hier wird richtig viel geflucht. Well, we're waiting. Was ich von Ghostbusters 2016 halte, das wisst ihr jetzt schon. Deswegen, ja, hier kannst du spoilern kommen, was Ghostbusters, die echte Reihe angeht. Und was Ghostbusters dieser Rotz angeht, okay? Seid euch dessen bewusst. Und alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. Dieses Video wird euch präsentiert von Nutella Be Ready, dem perfekten Snack für zwischendurch. Vielen Dank für diese äußerst leckere Unterstützung. Und jetzt, let's go. Okay, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll mit dieser Monstrosität, die uns gegeben wurde. Ich glaube, dieser Film ist ein Staple dafür, was alles falsch in Hollywood läuft. Das ist so ein Paradebeispiel für Beschissenheit. Beschissenheit ist kein Wort, aber ist es jetzt. Die Ghostbusters waren so ein bisschen Geschichte nach den zwei Live-Action-Filmen. Ich sag Live-Action, als wenn es zuerst eine Trickserie gewesen wäre. Nach dem ersten Meisterwerk, dem zweiten Sequel, das nicht so beliebt war wie der erste Teil, aber trotzdem haben viele ein Herz dafür. Ich habe mittlerweile auch ein fettes Herz dafür entwickelt. Die Trickserie und die Spin-Off-Trickserie Extreme Ghostbusters. Und Ghostbusters war so ein Staple. Staple der Nerdkultur. Haben Leute geliebt und Bill Murray ist sein Wankman-Stempel nie losgeworden. Alle haben es geliebt, aber es ist extrem ruhig geworden um die Ghostbusters. Immer wieder wollte man einen dritten Teil machen, aber es kam nie dazu. Anscheinend ist Bill Murray daran schuld, weil der nicht wirklich leicht war in der Zusammenarbeit mit den anderen und irgendwann hat er sich auch so hart verkracht mit Harold Ramis. Das ist so schlimm. Die haben sich, ehrlich gesagt, quasi an Harold Ramis Sterbebett wieder vertragen, was sehr tragisch ist und traurig und was auch Afterlife einen ganz anderen emotionalen Punch nochmal gibt, wenn man das im Kopf hat. Aber ja, irgendwann gab es nur noch ein Videospiel, das ziemlich gut sein soll, Ghostbusters 3. Da hat man gesagt, wir kommen auf die brillante Idee und nehmen einen Kultfilm. Einen wirklich beliebten Kultfilm, der so einzigartig ist und sagen, daraus machen wir nicht nur ein Remake, sondern ein Reboot. It's a bold strategy, Cotton. Let's see if it pays off for him. Das heißt, wir erzählen die gleiche Geschichte nochmal, aber in richtig beschissen und hoffen, dass wir daraus ein Franchise drücken können. Ich so, erneut Hollywood. Well, good luck with all that. Also es gibt Filme, die brauchen ein Remake. Es gibt richtig viele Filme, wo ich richtig gespannt bin, was könnt ihr denn daraus machen. Zum Beispiel David Lynch's Dune. Der ist nicht gut, aber die Idee ist gut. Und jetzt haben wir Denis Villeneuve's Vision und ich, oh mein Gott. So geil kann das sein. Das ist Frank Herberts Buch auf der Leinwand. Meine Fresse. Ghostbusters? Wirklich? Hat das ein Remake gebraucht? Ich weiß, ich habe immer Angst. Ich habe Angst vor dem Tag, Hardy, wo verkündet wird, dass wir ein Remake kriegen zu Back to the Future. Da habe ich richtig Angst vor. Robert Zemeckis sagt ja, solange er lebt, wird das nicht passieren. Und das zweite ist Die Hard. Ich habe so Angst vor einem Die Hard Remake. Das sind so Sachen, fasst es doch einfach nicht an, lasst es doch ruhen. Das ist Kult, das ist perfekt, so wie es ist. Aber nein, Hollywood kann nicht anders, weil die einfach keine eigenen Ideen mehr haben und bescheuert sind, muss ich einfach sagen. Und dann kam der erste Trailer zu Ghostbusters 2016. Ich weiß noch, dass ich den schlecht fand, aber nicht so unfassbar scheiße. Es sah halt einfach aus wie ein Film, den ich mir sparen wollte, den ich nicht gucken wollte, weil es war nicht lustig. Was man dem Trailer direkt unterstellen darf, ist Folgendes. Der Humor ist eine andere Art von Humor. Es ist sehr Lowbrow-Humor. Es wird gekotzt.
es wird geschrien, so all dieses Subtile ist weg und selbst der Look des Films sieht halt aus wie so eine moderne, frühe 2000er Comedy. Das heißt, die Sättigung ist voll aufgedreht. Wenn man sich die ersten beiden Ghostbusters-Filme anschaut, die haben eine Ästhetik von einem Thriller. Aber der Humor ist halt so subtil und trocken, dass es so eine wundervolle Ehe ist. Hier so, nein, okay, das ist laut, das ist hässlich. Und ja, wenn das unsere Ghostbusters jetzt sein sollen, mal gucken. Und ja, es war eine Riesenkontroverse, dass es jetzt vier Frauen sind. Damit habe ich kein Problem. Ich wäre genauso dagegen gewesen, wenn man vier moderne männliche Comedians genommen hätte. Was weiß ich, Adam Sandler, Seth Rogen, Chris Rock, nenn noch einen, komm schon. Jerry Seinfeld, ja, wenn das jetzt unsere vier Ghostbusters, ich wäre genauso dagegen gewesen, weil diese Charaktere kann man nicht replizieren, es ist nicht möglich. Ich finde, ehrlich gesagt, die Idee, Frauen zu nehmen, bedeutet, dass sie nicht so krass verglichen werden mit den vier Männern, weil es ja schon in der Essenz was anderes ist. Das heißt, wenn man jetzt so ein Remake genommen hätte und Adam Sandler würde Wankman spielen, dann hätte das eventuell noch mehr zu harten Vergleichen geführt. Aber nein, es sind neue Figuren. Ob die so neu sind, ja, darüber reden wir auch gleich. Aber ja, der Trailer wurde so kaputt gedisliked. Unfassbar. Und die Reaktion im Internet. Ey, es gibt ein Video. Ich meine, es gibt diese Trailer-Reaction-Dinger und jemand hat sich Mühe gemacht, den Stay Puft Marshmallow Man zu animieren, dass er sich den Trailer anguckt und am Ende schießt er sich die Birne weg. Ich hab so krass darüber. Es ist wirklich lustig, aber es ist auch geil animiert. Also wer immer das animiert hat, da sind ja noch die Terror Dogs und Slimer zu sehen. Ich so. Aber ich wollte nicht der Typ sein, der sagt, ich verurteile das. Ich wollte der Nummer trotzdem eine faire Chance geben, weil Trailer sind nun mal das. Es sind nur Trailer. Ich habe schon gute Trailer zu schlechten Filmen gesehen und schlechte Trailer zu guten Filmen gesehen. Deswegen, das ist nie hundertprozentig aussagekräftig. Also bin ich reingegangen ins Kino, habe sogar Geld dafür bezahlt. Ja, ich zähle in die Besucherstatistik und ich muss dazu sagen, nicht viele haben den Film gesehen, zumindest nicht genügend Leute haben den Film gesehen, weil es war auch der erste Ghostbusters-Film, der so ein aufgeblasenes Budget hatte, obwohl die ja ein Franchise draus machen wollten. Und die Fans haben gesagt: How about new? Ganz genau, die wollten diese Scheiße nicht mehr. Das heißt, ja, ich fand es allein witzig, dass früher konnte man ja noch viel mehr Like und Dislike sehen bei YouTube. Und wenn man da dieses Verhältnis hatte und wie viele Leute den Film mehr ablehnen als mögen, da kam ich mir vor wie Imperator Palpatine und habe Folgendes gesagt. I love democracy. Ganz genau, wer braucht den Scheiß? So, und jedenfalls, es geht los. Und das Erste, was mich dann schon zusätzlich irgendwie geekelt hat, als ich den Film gesehen habe, war das Ghostcore-Logo. Ich so, Ghostcore? Wollt ihr mir sagen, ihr startet jetzt so ein Franchise mit einem eigenen Franchise-Logo? Das erinnert mich so an Dark Universe oder sowas. Das ist doch schon zum Scheitern verurteilt. Und wir fangen im Grunde genommen an, so wie jeder Ghostbusters-Film, mit einem Prolog. Nur haben die erneut nicht verstanden, wie Ghostbusters funktioniert. Weil alle Ghostbusters-Filme, ja selbst der neue Frozen Empire, die fangen mit so einem Code-Opener an, der relativ witzlos ist, sondern einfach nur eine Bedrohung zeigt von einem Geist. Und das machen alle Ghostbusters-Filme eigentlich ziemlich gut. Der erste hat das in der Bibliothek, der zweite hat das mit dem Kinderwagen, Frozen Empire hat das tatsächlich mit dieser Vereisung. Und dieser Film geht los mit so einem alten Spooky-Haus, wo ein Typ rumläuft und der soll witzig sein und der ist nicht witzig. Und dann greift ihn irgendwas an, aber es ist so Slapstick-mäßig und laut. Und es wird geschrien und ich denke mir, oh Gott, das ist unser Film. Aber dann höre ich zumindest kurz Ray Parker Juniors Musik. Ich so, ja, zumindest das. Und dann lernen wir Kristen Wiig kennen. Wie heißt sie? Abby? Ich kann mir diesen Namen nicht merken. Ich muss sie mal kurz googeln. Ich will mir das nicht merken. Tut mir leid, wenn ich so lustlos bin, aber dieser Film hat mir echt den letzten Nerv geraubt. Ich weiß, es gibt Holtzman, Abby, Patty und wie heißt die andere? Ich hab's. Ja, Kristen Wiig ist Erin und Melissa McCarthy ist Abby. Und Erin arbeitet an der Uni. Und das Erste, was ihr vorgesetzt hast, Charles Dance,
Charles Dance, der Typ, der sich immer auf die Fahne schreibt, er nimmt nur Projekte, die ihn irgendwie fordern, die anspruchsvoll sind. Er hat ja auch über die späteren Game of Thrones Staffeln ein bisschen gemeckert, obwohl er Teil der brillanten Seasons war. Aber dafür hat er sich hergegeben, sorry, Game of Thrones Season 8. Season 8 ist ein Meisterwerk verglichen mit dem Dreck, den wir da sehen. Ja, und sehr schnell wird klar, dass ein Buch veröffentlicht wird, ein Geisterjägerbuch, weil Aaron und ihre mittlerweile entfremdete Kumpeline Abby, gespielt von Melissa McCarthy, die haben früher so hobbymäßig das Paranormale studiert. Und weil es dort jetzt aber einen Credit gibt für Aaron, bedroht das ihre Integrität und Professionalität an der Uni. Also möchte sie dieses Publishing des Buches verhindern. Und dann trifft sie auf Abby. Und hier funktioniert einfach nichts. Erstens, wie häufig gibt es Witze darüber, dass Abby sich Suppe bestellt und da sind nicht genügend Wontons drin? Yeah, that's not funny. Das ist lustig? Es gibt halt fast nichts Schlimmeres als eine Komödie, die lustig sein will und es nicht ist. Und da merkt man auch direkt eins der Hauptprobleme des Films. Es ist der erste Teil nur länger gezogen und es wird alles ausgestretched mit endlos langen Dialogen, die nicht lustig sind. Und je länger sie sind, desto unlustiger sind sie. Und je lauter sie sind, desto cringe ist es. Und es gibt keinerlei Chemie zwischen unseren Hauptfiguren. Dann führen wir nämlich auch Holtzman ein. Und Holtzman ist Egon, wenn er verhaltensgestört wäre und auf Crack wäre. Also wirklich. Ich verstehe es überhaupt nicht. Die wackelt die ganze Zeit, die tanzt den ganzen Film, frisst Pringles, wenn sie irgendwie Geister sieht. Ich so, the fuck ist das eigentlich? Ist das Ghostbusters oder ist das einfach nur der Name? Das Equipment und die Geister sehen aus wie bei Luigi's Mansion. Kennt ihr das Spiel noch auf der GameCube? Aber ja, im Grunde genommen sagt Abby Aaron, ich werde das Buch nicht veröffentlichen, wenn du mitkommst und jetzt die erste Geisterjagd mitmachst, weil anscheinend gibt es einen Geist in diesem alten Spooky-Haus vom Anfang. Da sehen wir auch den Typen nochmal wieder und der hat sich eingepisst und das ist witzig. Und dann ist da ein Typ neben ihm, der, wo er sagt, der könnte tot sein. Nein, der ist gar nicht tot, der hat nur den gleichen Namen. So reagiere ich die ganze Zeit, das war mein Gesichtsausdruck. Und dann gehen die da rein, wir haben Geist, und ich so, ach so sehen die aus. Luigi's Mansion, wirklich, einfach nur Neongeleuchte. Ich so, oh, wie geil sahen die damals aus und wie scheiße sehen die jetzt aus. Was macht der Geist? Der kotzt Kristen Wiig an. Und danach gibt es noch Witze darüber, dass das in jede Körperöffnung reinkam. Und es gibt einen Queef-Joke. Wirklich, ein Queef-Joke. Ghostbusters, da sind wir angekommen. Da wird die auf YouTube gefilmt, weil sie sagt, geil, wir haben einen Geist gesehen, wir haben einen Geist gesehen. Aber irgendwie ist das Video eine Stunde später schon das Top-Video in ganz YouTube. Und deswegen soll Aaron gegangen werden von der Uni. Aber parallel fliegt dann auch noch Abby raus mit Holtzman, die auch an der Uni waren. Weil die müssen ja irgendwie klauen vom originalen Film. Und die wollen sich jetzt selbstständig machen. Parallel haben wir dann so einen Typen, das ist unser Bad Guy des Films. Okay, wen hatten wir bisher? Wir hatten Zool, Gozer und Viggo, das waren wirklich bösartige Entitäten, die irgendwie aus der Unterwelt kamen, aus einer anderen Dimension. Wen haben wir jetzt? So einen ungeliebten Loser, der heißt Rowan und der will sich an der Welt rächen. Und deswegen hat er ein Gerät erfunden, mit dem er Geister aus der Geisterwelt holen kann, damit er Leuten sagt, so jetzt zahle ich es euch heim. Was uns zu Patty führt. Oh. Also Leslie Jones, ne? Das ist wirklich eine der anstrengendsten Figuren, die ich je in einem Film gesehen habe. Sie schreit einfach nur. Das ist ihr Humor. Ihr Humor ist Schreien. Sie schreit, dann schreit, Devil is a liar! Fandst du das lustig, Hardy? Hast du ja oder nein gesagt? Ja, es tut weh. Und sorry, wenn sie dann auch so hingeht und sagt, ich weiß, ihr seid so gut mit diesem Wissenschaftszeug, aber ich kenne New York. Und deswegen heuert man sie an. Ich weiß noch, Winston, der kam einfach und meinte, ich brauche einen Paycheck, ich bin dabei. Okay, wie gesagt, die Motivationen waren so viel einfacher und abgesehen davon die Figurenzeichnung. Venkman war der sarkastische Typ, der viel Sprüche klopft, weil es einfach Bill Murray ist. Egon war der Straight Man. Der hat nicht viele Witze gerissen, der war einfach
ein guter Kontrast dazu. Ray war der das Herzchen der Truppe. So ein bisschen so eine unschuldige Seele, der aber auch an all das glaubt und auch ein bisschen tech-savvy ist. Und Winston war der Everyday-Guy. Hier haben wir einfach nur vier Figuren, die sich durch den Film random benehmen. Und die probieren sich auch so gegenseitig zu toppen. Paul Feig, der Regisseur, hat anscheinend den Leuten gesagt, seid lustig. Das war seine Regieanweisung. Und wollte, dass die halt krass viel improvisieren. Aber es wirkt halt so random. Es gibt endlose Szenen, wo die tanzen. Und es ist nicht lustig. Und wir gucken es uns an und sagen, boah, ist das cringe. Boah, ist das cringe. Und dann wollen sie natürlich noch eine Sekretärenfigur haben, weil wir hatten Janine Melnitz, Annie Potts. Und die war ja mega, weil die war sarkastisch, die war so ein bisschen passiv-aggressiv. Ghostbusters, what do you want? Und wir haben Chris Hemsworth, weil das ist ja komplett Gender-Swap. Das bedeutet, alle Männer sind jetzt Frauen und die Sekretärin ist jetzt ein Typ. Aber das Problem ist, Janine war keine Sekretärin, die man einfach nur angegeiert hat den ganzen Film und gesagt hat, boah, ist die geil, aber die ist auch dumm. Also wenn Janine jetzt so ein dummes Blondchen gewesen wäre oder so ein Klischee-dummes Blondchen, das die alle angeilen, ich weiß, dann würde das Internet ausrasten vor Wut. Und Chris Hemsworth ist es. Und mich stört das überhaupt nicht, weil das soll ein Witz sein. Ich frage mich immer nur, aber ist es denn witzig? Oh Gott, ist es nicht witzig. Oh Gott, ist es... Also da hat Chris Hemsworth angefangen, Rollen zu spielen, die einfach nur so doof sind, dass der Spaß raus ist. Das hat er dann auch wieder perfektioniert mit Thor 4. Und dann kam er an und fragt als erstes, darf ich meine Katze zur Arbeit mitbringen? Und dann sagen die, nee, ich bin allergisch. Und der, okay, aber es ist, my cat is just the name of my dog. Was ist der Witz? Und dann malt er ein Ghostbusters-Symbol mit Brüsten. Und er versteht nicht, wie ein Telefon funktioniert. Und er hat eine Brille mit oder so ohne Gläser drin und er hält sich die Augen zu, wenn es laut ist, weil er nicht versteht, dass man sich die Ohren zuhalten muss, wenn es laut ist. It's so dumb. It's so dumb, it's brilliant. No! It's just dumb. Und das ist wirklich das Level an Humor. Dann kommt Patty an und sagt, ihr Onkel hat tatsächlich einen Wagen, den man vermieten kann. Und den hat sie jetzt geholt und das ist ein Leichenwagen, ja. Und dann gibt's einfach nur eine Oprah-Reference, die mittlerweile schon so ausgelutscht ist. You get a car, and you get a car, and you get a car. Ich so, oh, es ist so schlimm. Und dann wird auch ellenlang Dialog rausgehauen, ob da noch eine Leiche drin ist oder nicht. Und es könnte witzig sein. Und nach dem Motto, wenn die einfach nur gefragt hätten, hey, hast du schon gecheckt, ob da eine Leiche drin ist? Sie, ups. Das wäre vielleicht noch zum Schmunzeln. Aber nein, die reden das alles kaputt. Wenn die wirklich mal ab und zu die Schnauze halten würden, könnte man auch irgendwann mal einen Witz einfach nur sacken lassen. Aber das tun die nicht. Und deswegen wird es nur unangenehmer. Jedenfalls, Rowan sorgt dann dafür, dass überall Geister auftauchen, weil Patty arbeitet eigentlich bei der U-Bahn. Und da sieht sie auch einen Geist. Und die gehen dann da wirklich runter in die U-Bahn und es ist so krass, weil in der U-Bahn gelingt es, also der Geist wird angefahren von der U-Bahn und dann spritzt er Sachen. Ich so, aber diese Geister, die können doch durch Wände und so weiter gehen. Wieso ist er dann in der U-Bahn eingeschlossen und wieso spritzt es? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also es ist sehr, und dann sagen mir alle, denk nicht so viel drüber nach, das ist ja nur Spaß. Ich so, ja, aber es ist ja nicht mal Spaß. Ich denke ja nur drüber nach, weil ich so abgelenkt bin, weil ich mich nicht darauf konzentriere, weil es so scheiße ist, was ich da gerade sehe. Und ja, dann geht es halt weiter. 1:1 der Plot von Ghostbusters, dem Original, die fangen ihren ersten Geist. Und zwar gehen sie auf so ein Konzert und da gibt es das einzige creepy Imagery, das es im Film gibt, ist diese Schaufensterpuppe, die so ein bisschen echt wirkt. Das wäre ja nett, wenn es nicht alle 2 Sekunden kaputt gemacht würde durch eine weitere Holzman-Nummer. This is serious. And I agree. We all agree. Und wenn Patty dann so ein Gargoyle auf ihren Schultern hat, ich so, boah, sieht der scheiße aus. Aber ja, die fangen ihren ersten Geist und dann sind die so im Business und dann haben wir sogar eine Coverversion vom Ghostbusters-Song und das ist mit Abstand die schlimmste Coverversion, die ich je gehört habe. Aber Rowan macht halt weiter und da ist halt so eine Apokalypse, die droht und deswegen warnen die Ghostbusters Andy Garcia, der Bürgermeister ist. Seine Rolle ist so ein bisschen der Walter Peck im Film, aber es ist ein Dauerwitz, weil ein Bürgermeister, der die Gefahr nicht wahrnimmt. Ist das nicht wie in Jaws der Bürgermeister? Übrigens, jeder Charakter, selbst Side-Character, Cameos, das ist so cartoony,
Es ist unfassbar. Und was dann halt auch noch mehr wehtut, ist, dass der originale Cast sich hergegeben hat für Cameos, die alle so lustlos wirken. Bill Murray, ich glaube, als der da wirklich aus dem Fenster fliegt, war froh. Er hat gehofft, dass sein Charakter so endet, weil es tut ja weh, Bill Murray so zu sehen. Dan Aykroyd spielt einen Taxifahrer, der noch mal kurz seinen Halb-Italien-Akzent raushauen kann. Und die Tagline sagt, I ain't afraid of no ghost. Ja, das, überhaupt, wie sie den Alten zitieren mit den Sprichwörtern. Also so krass auf den Alten zu scheißen, aber dann häufig noch Nostalgiekarte ziehen zu wollen, das ist schon richtig schizophren. Und ja, zum Schluss stellt sich raus, Ernie Hudson ist dann tatsächlich der Onkel von Patty. Und Annie Potts ist eine Sekretärin in einem Hotel. Und Sigourney Weaver kommt sogar in den Post-Credit-Scenes vor und sieht halt aus wie Holtzman. Arme Sigourney, dass sie sich dafür hergeben musste. Es ist wirklich furchtbar. Ja, und dann wird es einfach nur unlustiger und unlustiger und unlustiger. Und Rowan hat dann diese Maschine und die Ghostbusters probieren ihn zu stellen und dann bringt er sich selber um. Und dann denkt man, ist er vorbei? Nein, jetzt besetzt er tatsächlich Abby. Dann kommt ihr lauter Schleim aus der Nase raus und dann haut Patty den Geist aus ihr raus, indem sie eine Schelle gibt. The power of Patty compels you! Ow! Und das funktioniert. Und dann geht es in Thor rein. Ich sag Thor, es ist Chris Hemsworth. Und der macht dann mit der ganzen Stadt Tanznummern, weil das der große Plan von Rowan ist. I can't f***ing do this anymore! Ich weiß auch nicht. Und dann gibt's solche Unlust, weil dann geht die Apokalypse los und dann haben wir derartige unlustige Lines. Ja, und das wird dann aber auch immer so dramatisch, die Musik hochgefahren. Das Ende will irgendwie Action geladen haben, wo die Ghostbusters springen und Salty machen. Und man kann Geistern jetzt in die Fresse hauen. Okay, und man kann Geister auch erschießen. Okay. Und dann ist da eine Parade und dann sehen sie natürlich Rowan und er sagt denen, oh, ihr seid so doof, weil ihr Frauen seid. Ich so, oh Gott. Message! Mhm. Und dann will er tatsächlich 1:1 Gozer imitieren und sagt, sucht euch die Form aus, in der ich euch vernichte. Und dann sagt Patty, nettes kleines Gespenst. Und dann wird er das Ghostbusters-Logo, das lebendig ist. Und wie besiegen sie Rowan? Indem sie ihm in die Eier schießen. Aber er hat schon das Portal geöffnet. Und natürlich gibt es auch Cross the Streams, weil natürlich muss es das geben. Und weil der Ecto One, der übrigens auch nicht diese coole Sirene hat, und der wird von Slimer und Slimers Freundin gefahren. Das ist ein nuklearer Sprengkopf, was sie da oben haben. Deswegen probieren sie damit, das Portal zu schließen. Und Rowan fällt halt rein, grapscht sich Abby und Aaron will sie retten und dann kriegen die beiden weiße Haare, weil ich weiß nicht warum, kommen da raus. Chris Hemsworth sagt ihnen, oh, ihr seht besser, ich mag eure Frisur, es macht euch älter. Und wo war er die ganze Zeit? Er hat sich ein Sandwich geholt. Das ist der Gag. Ja, dann ist der Film zu Ende und die sind jetzt die Helden und werden heimlich finanziert vom Bürgermeister. Und da gibt es eine Post-Credit-Scene, wo erstmal noch viel mehr Tanznummern sind. Warum auch immer. Und dann gibt es noch eine Post-Credit-Scene. Sie haben jetzt halt tatsächlich auch diese alte Feuerstation geerbt. Das ist jetzt so ihre Basis. Und dann gibt es einen Anruf von Zool. Ich so, Zool ruft an. Wisst ihr, wer Zool ist? Ja, die wollten halt ein Setup haben für ein Franchise. Aber der Film hat verkackt, der Film hat bei den Kritiken verkackt. Es gab halt Leute, die ihn automatisch hassen wollten, es gab Leute, die ihn automatisch lieben wollten. Ich war weder eins noch das andere, ich war so, brauch kein Mensch. Guck mir das immer an, wenn sich im Internet irgendwie alle so kaputt prügeln und finde das irgendwie interessant, diese ganzen Kulturkämpfe, die gehen mir so hart am Arsch vorbei. Ich will einfach nur einen guten Film haben. Und guck mir dann diesen Film an und sag, ja, aber der ist Rotz. Und auch so viele Leute, die wollten, dass der gut ist, fanden den dann auch scheiße. Und ja, dafür, dass das halt so ein aufgeblasenes Budget war, ja, hat er so verkackt. Ja, ich kann einfach nur den Joker zitieren. Call the police. Get what you fucking deserve. Ja, also der Film ist Dreck. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe echt gedacht, wenn ich den jetzt gucke, nach all der Zeit, ich habe den seit 2016 nicht mehr gesehen, vielleicht ist der ja jetzt besser. Nee, zero Chemie zwischen den Charakteren, zero. Einfach nur laut. Es gibt dann die Szene, wo sie das Equipment testen und da fliegt halt Melissa McCarthy durch die Luft und knallt immer wieder auf den Boden. Und das ist lustig. Und dann wird es kommentiert von den anderen. Wisst ihr noch, wie lustig das war im Fahrstuhl, im ersten Teil, als die gerade
kurz davor sind, ihren ersten Geist, also Slimer, zu fangen. Und Ray sagt, mir ist klar geworden, dass wir dieses Equipment noch nie getestet haben. Naja, egal, schalt mich an. Die schalten ihn an, hören an dieses und probieren auszuweichen, so im Fahrstuhl. Als ob das irgendwas bringen würde. Das ist subtil, das ist lustig. Davon gibt's hier gar nichts. Der Film hat keinerlei Gruselflair, also gar nicht. Gut, die anderen waren auch keine Horrorfilme, aber sie hatten ein bisschen, sie haben die Geistmythologie ernst genommen. Tut dieser Film nicht. Sie haben aber auch keinen funktionierenden Humor. Alles, was sie haben, ist so eine awkward Impro-Show. Und das tut weh. Das tut richtig weh. Und dass das den Namen Ghostbusters tragen darf, ist eine Sauerei. Also der Film ist scheiße. Ich bin froh, dass der direkt eingestampft wurde, dass nicht noch mehr kam und wir mit Jason Reitman weitergemacht haben, weil, ne. Und ich glaube, ich habe alles gesagt, was man zu diesem Film sagen kann. Jetzt frage ich euch, seid ihr Fans von Ghostbusters 2016? Wenn ja, tut's mir echt leid. Ich will euch nicht wütend machen, aber ich hasse diesen Film. Schreibt mir alles in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.